Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Ich hoffe, der Windschutz am Smartphone reicht aus, weil hier pfeift es ganz schön. Aber wie auch immer, selbst wenn die Tonqualität nicht so gut wäre, ich bin mir sicher, das ist ein gutes Bild, denn links ist die nächste Deckenplatte beim S-Bahn-Tunnel Wolframstraße betoniert worden und auch schon fleißig als Baustelleneinrichtungsfläche genutzt. Zuerst habe ich es gar nicht geblickt, aber im Vergleich zum letzten Video musste es so sein, weil auf dem letzten Video, wenn ich mich richtig erinnere, ist da noch viel Stahl zu sehen und der ist jetzt eingegossen. Die nächsten zwei Abschnitte stehen bevor. Seitenwände sind fertig. Zumindest sieht es von hier so aus. Ob das wirklich gegossen ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich noch nicht, sonst würden bestimmt ein bisschen graue Benetzung am Stahl sehen. Aber es dauert nicht mehr lang. Dann sind alle Seitenwände bis zur Wolframstraße beim S-Bahn-Tunnel von der Mietnachstraße kommend fertig. Und die Querstützen sind nach unten verlegt, wie man sieht. Drei kann man sehen, die anderen sind ein bisschen versteckt hier unter der Plattform. Das bedeutet, an der Deckenplatte kann gearbeitet werden. Ja, und wenn das fertig ist, dann gibt es hier drüben auch so ein Ohr wie für die andere Richtung schon fertig. Ein Ohr über den Tunnel und dann kann man in aller Ruhe das Zwischenstück noch bauen. Gerüst aufbauten für die Deckenplatte stehen bereit. Und ich möchte gern noch von der Stadtbahnhaltestelle Budapester Platz auf der anderen Seite den Anschluss ans Gebäude zeigen. Deswegen bleibt kurz dran. Da drüben geht es dann weiter. Kurz
der Seitenwechsel. Jetzt sind wir auf der anderen Seite und blicken zurück und wünschen bei der Gelegenheit gute Besserung. Hier drüben ist in der Nordbahnhofstraße bald wieder alles zu. Im vorderen Bereich sieht man den Asphalt in dem Schacht und hinten noch hier am Boden sieht man noch die Abdrücke der Pfosten von dem Geländer. Das hier war während der Bauphase also nur noch Kleinigkeiten. Und dann ist die Baustelle abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!